Einen Bergbauernhof zu bewirtschaften, ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Leben hoch oben am Berg ist voller Entbehrungen. Der Arbeitstag beginnt früh und endet spät. Die Bewirtschaftung der steilen Felder erfordert viel Fleiß und Ausdauer. Das Einkommen reicht oft kaum aus, um die Familie zu ernähren. Und dennoch sind nirgendwo mehr Idealismus, Selbstbewusstsein und Zufriedenheit zu spüren als bei den Bergbauern. Das gilt auch für Theresia und Alois Moosmeyer. Zusammen mit Sohn Anton und seiner Familie bewirtschaften sie den Sternhof oberhalb von St. Leonhard in Passaia. Ja, also dort zum Hof und Ihnen sind 4,5 Hektar Wiese und ungefähr 7 Hektar Wald. Und da ist noch ein Alm dabei. Das sind ungefähr knapp 15 Hektar insgesamt. Wobei nicht gerade alles Fläche ist zu mähen, etwas ist auch Weidefläche. Vor 45 Jahren hat Bäuerin Theresia den Hof von ihrer Mutter übernommen. Diese hatte den Hof allein bewirtschaftet, nachdem der Ehemann nicht mehr aus dem Krieg zurückgekehrt war. Und sie hat ihre zwei Kinder großgezogen. Was haben wir denn getan mit meinen zwei Kindern? Wir mussten arbeiten. Und alles müssen versorgen. Stall, Feld, alles. Was wir halt die Brüder haben weitergeholfen. Das ist halt so eine Struzerei gewesen, so eine große. 44. Oktober ist der Mann in den Krieg gegangen. Und ist noch vermisst. Ja, und ich war 25 Jahre alt. Und haben halt noch geschaut, ein bisschen aufs Wetter zu schinden.119 Erschwernispunkte hat der Sternhof in der Höfekartei. Diese lassen erahnen, mit wie viel Mühe die Bewirtschaftung des Hofes verbunden ist. Die Wiesen des Sternhofes sind so steil, dass selbst Maschinen rasch an ihre Grenzen stoßen. Dann sind vor allem gute Ideen und Bauernschläue gefragt. Die Arbeit auf einem Bauernhof ist nicht nur anstrengend, sondern auch gefährlich. Das hat Alois Moosmeyer am eigenen Leib erfahren. Ich bin mit den ungeschickten Schurchen, also mit dem Mundbotz, hat es mich unten aus. Und nachher hat es mich da so gedreht und bin da kopfüber, mit dem Kopf voraus, da auf der Stier gegangen. Da geflogen. Ich habe ein großes Glück gehabt, dass ich nicht mit dem Kopf aufgeschlagen habe, unten da, also mit der Schulter. Zudem war ich beim Leben sicher nicht geblieben. Bei 4 Meter grob hoch. Ich habe auch unten da, das ist eine neue Stiege. Und eine Stufe habe ich mit der Schulter durchgeschlagen, das ist nicht, ja. Nach dem Unfall haben Theresia und Alois entschieden, den Erbhof in jüngere Hände zu legen. Der Jüngste in der Familie, Anton Moosmeyer, hat den Sternhof übernommen. Für Theresia und Alois hat sich dadurch wenig verändert. Nach wie vor arbeiten sie mit viel Fleiß und Einsatz am Hof mit. Auf einem Bergbauernhof ist jede Hilfe willkommen. Nach der Arbeit am Hof zieht es Theresia und Alois zur Heuernte auf die Alm. Die Arbeit dort ist besonders anstrengend, da eine Zufahrtsstraße fehlt. Das Heu wird deshalb mit dem Hubschrauber ins Tal befördert. Die müssen eben das Heu weit tragen. Eine Viertelstunde müssen die mal mindestens mit an jedem Tragel unterwegs sein. Und der Tragelhai ist es ja das, wie man eben da sieht, nur einen Ballen. Und der wiegt so bei den 60 Kilo im Schnitt, da mehr, da weniger. Und nachher, bald die also den Weg getragen hat, was sie getragen ist, dann müssen die noch einmal eine Viertelstunde den Tragler ziehen. Und wie gesagt, mindestens war ich eine halbe Stunde unterwegs. Deswegen schauen wir halt, dass uns der Hubschrauber zukommt.
Und das tun nicht nur wir, das tun auch andere bei uns da, wo die Leute noch jünger waren, aber die sagen sich auch, lieber übernehmen wir die Kosten. Und dann haben wir das halt mit weniger Schinderei auf den Hof unten. Ein Hubschrauber war auch nötig, um 2003 die Almhütte nach einem Brand wieder aufzubauen. Viel Zeit hat Alois Moosmeier in seinem Büro verbracht. Seit 1964 führt Alois Tagebuch über die Arbeit am Hof. Zudem zeichnet er die Niederschläge und das Wetter auf, Tag für Tag seit über 30 Jahren. Genauso gewissenhaft war Alois Moosmeier bei seinen Ehrenämtern. Ich habe für die Viehversicherung gearbeitet, als Schriftführer und in letzter Zeit als Obmann für unseren Viehversicherungsverein. Einmal habe ich 16 Jahre Schriftführer gemacht für die Passaire Gerichtsalmen. Und Passaire Gerichtsalmen heißt eben das, das sind die zwei Almen, Timmels und Lazinseralbe, wo eigentlich alle Bauern Auftriebsrecht haben, alle Bauern für die drei Passaire-Gemeinden. Und nachher bin ich Schriftführer seit 40 Jahren auf der Seberalben, wo auch der Hof Albenrechte besitzt. Das heißt, Seberalbe ist besitzmäßig aufgeteilt an 77 Mitgliedern. Und wie gesagt, der Hof da ist auch da mitberechtigt. Eine enge Verbundenheit mit dem eigenen Grund und Boden, die harte Arbeit am Bergbauernhof und die große Bedeutung von Familie und Ehrenamt zeichnen Theresia und Alois Moosmeier aus. Beide können sie zufrieden und stolz auf ihr Lebenswerk zurückblicken. Der Bergbauernpreis 2009 ist die gebührende Anerkennung für eine außergewöhnliche Familie. Wir sind auf einem Unterteilshof, der liegt auf 1465 Meter. Er hat 92 Erschwernispunkte. Unser Hof kann 10 Hektar Weide, es sind halt 10 Hektar, wo es Wiesen sein, zwei mehrige, 10 Hektar Weide und 22 Hektar Wald. Und dann habe ich nur 2 Hektar Pachtdienst im Tal unten. Dann haben wir da 13 Milchkühe zur Zeit, die sind im Sommer auf der Weide. Teils alle und da was frisch gehalten aus einem Stall. Und die Milch wird an der Mühle abgeliefert. Und der Stalldurchschnitt haben wir 7.000 bis 7.500 Liter. Der Untertelshof hat eine schwierige Vergangenheit hinter sich. Erstmals wurde der Hof im Jahr 1333 erwähnt. Bis heute hat er mehrmals den Besitzer gewechselt. Wohn- und Wirtschaftsgebäude sind getrennt und gehören zwei Eigentümern. Heute leben noch die Eltern Franz und Theresia sowie zwei Brüder von Egon Part im alten Bauernhof. Ja, das ist das Wohnhaus alte. Da sind eben zwei Besitzer. Das ist so, das gekommen, der Hof ist verschuldet gewesen. Da haben es zwei Brüder miteinander gekauft. Und dann haben sie dann wieder geteilt. Nachdem ist es gekommen, dass zwei Besitzer sein. Jetzt da sehe ich mal, der Teil ist für den Nachbar und der andere Teil ist für mich. Da ist ein Teil schon angerissen worden, weil es baufällig gewesen ist. Und da hat er ausgesiedelt, Nachbar. Und ihn haben auch weit gebaut, Nächner. Dann haben wir auch Ferienwohnungen gemacht. Und durch den ist halt ein bisschen verkastelt gewesen. Weil es da keine Möglichkeit gewesen, da zu bauen und etwas zu machen. Man ist halt schon eingeschränkt und man muss auf einen Rücksicht nehmen. Das ist Voraussetzung. Und wenn man halbwegs auskommt, dann geht es schon, klar. Wenn man verstritten ist, dann ist jeder Schritt, was man macht, ist dann ist nicht mehr. Dann kann man nicht mehr wohnen. Aber sonst geht es schon.
Seit 1997 wohnen Egon und Elke und die vier Kinder Katharina, Simone, Andreas und Florian im neuen Wohnhaus. Seit 2004 werden zwei Ferienwohnungen für Urlaub auf dem Bauernhof vermietet. Nur mit dem Verkauf der Milch alleine kommt die Bergbauernfamilie kaum über die Runden. Auf den kleinen Nebenverdienst ist besonders Bäuerin Elke stolz. Die Gästebetreuung ist, wie auf vielen Höfen, vor allem Frauensache. Ja, eigentlich so gewesen. Wir sind beim Nachbar drin gewesen. Und er hat uns erzählt von ihm eine Idee, dass er auch Gäste hat und dass das ganz gut geht und so. Und dann sind wir eigentlich heim, weiter nichts gedacht. Irgendwann ist mir einfach die Idee gekommen, ja, wir haben auch unten noch frei, ist noch in Rohbau, kann man eigentlich etwas draus machen. Und dann habe ich das mit meinem Mann gesagt. Und ja, er hat sich dann fast überreden gehört von mir, dass wir das umgegangen sind. Und heute sind wir eigentlich recht froh drum. Durch den, dass meine Idee gewesen ist, bleibt halt jetzt das auch ziemlich an mir hängen. Aber ich mache das gern und es ist ja eigentlich nicht richtig Arbeit, mein Hobby. Der Untertelshof ist ein klassischer Milchviehbetrieb. Die 13 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und die Gemeinschaftsalm liefern das Futter für die Kühe, das Jungvieh und die zwei Schafe. Vorausgesetzt, es fallen genügend Niederschläge. Die Trockenheit macht den Bauern am Finschker Sonnenberg am meisten zu schaffen. 2008 war ein gutes Jahr mit ausreichend Niederschlag. In den Jahren zuvor aber fehlte der Regen. Ohne eine funktionierende Bewässerung ist eine flächendeckende Bewirtschaftung am Finschker Sonnenberg kaum mehr möglich. Die zukünftige Wassernutzung ist für Egon deshalb die größte Sorge. Ja, wir haben schon ein kleines Bachel drin. Aber das ist auch aufgeteilt in Raden. Das heißt, wir haben es gleich 2 bis 3 Tage die Woche. Und sie müssen nur mit den Nachbarn zu teilen. Und das heißt, auf die ganze Fläche reicht es nicht. Wenn es wie die letzten 4 Jahre sind gewesen, ist mehr als die Hälfte alles verdruckend. Ich habe überhaupt nicht meinen können. Jetzt höher geht es halbwegs. Aber das Wasser ist halt ein Riesenproblem. Und wenn es so kam, als wirklich mit dem Wassernutzungsplan halt kam, als wir das Restwasser vorbeirennen lassen, dann schaut es so aus, wenn wir unseren Bach müssen. Total viel rennen lassen. Letztes Jahr habe ich mehr als die Hälfte zugekauft. Dreiviertel Tag kann man sagen. Weihnachten ist das Futter fertig gewesen. Dann können wir es halt kaufen. Und da haben wir auch heute gesehen, was das Wasser wert ist, wenn es Regen hat. Heute ist Futter genug gewesen. Und es ist ohne Wasser, muss man es lassen. Da kann ich überleben. Wir sind auf dem Wasser drauf angewiesen. Trinkwasser haben wir zwar genug, aber zum Bewässern fällt es grob. Die Trockenheit am Finschker Sonnenberg macht sich auch in der Waldbewirtschaftung bemerkbar. Recht viel mehr als Brennholz wirft der Wald nicht ab. Zudem sind die Preise für einheimisches Holz so niedrig, dass sich eine Holzbringung nicht mehr rechnet. Daran ändert auch die neue Zufahrtsstraße nichts. Ja, früher ist er eigentlich nur ein Interessenschaftswald gewesen. Der Wald ist erst in 55 Tagen geworden. Da ist ein gewisser Ding da gewesen, ein Giacometti, und der hat Ziederhof drin gehabt und der hat sich so unterrichtet, als der Wald dort ist geworden, als er ihm einen Unteil gekriegt. Und nachher haben wir, ist halt perfekt gewesen. Und früher ist das Bauholz hat man halt mit die Rosshölz getan und das Brennholz haben sie für den Dradl, nicht, zu Tuppen aufgeklebt und dann Rolldradl bis auf den Land. Viele Jahrhunderte hatte auch der Untertelshof keine richtige Zufahrt. Bis 1980 mussten auch die Bewohner des Hofes weite Strecken zu Fuß zurücklegen. Dann wurde eine Zufahrtsstraße gebaut, die das Leben am Hof um einiges leichter macht und die Weiterbewirtschaftung sichert. Ja, eins bin ich zu Fuß nach Heirsch runtergegangen. Dann mit dem Zug weiter, mit dem Poststauter. Das war eine Zufahrt gewesen von einem Traktor für Schluderns über die Häfe. Es ist einfach schmal, wir gehen auf einen Traktor und steil. Und im Winter ist überhaupt keine Zufahrt gewesen, nämlich leicht zu Fuß gegangen gewesen. Heute lebt eine junge und mutige Familie am Hof, die mit viel Idealismus den Milchwirtschaftsbetrieb aufrechterhält und immer auch noch die Zeit für Ehrenämter findet. So unter anderem beim Südtiroler Bauernbund und der Bäuerinnenorganisation, im Fraktionsausschuss und Viehversicherungsverein, sowie in der Wege- und Alminteressenschaft. Die unverwechselbare Kulturlandschaft Südtirols
ist der tagtäglichen entbehrenden Arbeit der vielen tausend Bergbauern wie Egon und Elke Part zu verdanken. Der Bergbauernpreis für Egon und Elke ist auch ein Dank dafür. Oberhalb von St. Veit in Prax liegt auf 1400 Metern Meereshöhe der Bergbauernhof Schacher. Hubertus Appenbichler bewirtschaftet den Milchwirtschaftsbetrieb zusammen mit seiner Frau Anna und den drei Kindern Florian, Daniel und Marlies. Mit 28 Jahren hat Hubertus den Bergbauernhof von seinem Vater übernommen. Der Hof ist erst seit 1960 im Besitz der Familie Appenbichler. Wie alt der Hof genau ist, weiß Hubertus nicht. Eines aber ist sicher, der Hof blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Der Vater, das heißt da drin, bei einem kleinen Bauer gewesen, oder ein kleines Häusler-Team da drin gekehrt hat. Und dann hat er das 1960 gekauft von einem Hellensteiner Gitsche. Der ist in Meran verheiratet gewesen mit einem gewissen Herrn Kleisel, das ist ein Zahnarzt gewesen. Und dem kann er Kinder gehabt und dann hat er in Hof von der Sam auch gekauft, von der Hellensteiner Gitsche. Jetzt, wie alt das der Hof genau ist, sei kannte, sei wissert hätte. Das ist eigentlich urkundlich, selben wir eigentlich nicht, war der, wir haben auch nicht sehr alte Schriften oder sehr Zeug, eigentlich, weil da sind viel Pächter drauf gewesen und die haben alles mitgenommen und deswegen wissert wir eigentlich auch mir von denen nicht. Und der Hof hat zum Hotel Praxer Wildseer gekehrt. Und da ist der Kaiser Franz Josef hat da Urlaub gemacht auf den Hof. Und kurz vor er in Sarajevo erschossen worden ist er noch da gewesen in Urlaub. Der Kauf des Hofes war eine große finanzielle Herausforderung. Mit Fleiß, Sparsamkeit und den Einnahmen aus dem Milchverkauf konnten die Kredite zurückgezahlt werden. Geholfen hat damals, wie so vielen, auch die hohe Inflation. Heute gehören 6 Hektar Wiesen und 20 Hektar Wald zum Milchwirtschaftsbetrieb. Zusätzlich werden 11 Hektar Pachtfelder bearbeitet. 93 Erschwernispunkte weist der Bergbauernhof in der Höfekartei auf. Das zeigt, dass die Bewirtschaftung des Hofes alles andere als einfach ist. Die Wiesen sind steil. So steil, dass nicht überall Maschinen eingesetzt werden können. Nach wie vor ist deshalb viel Handarbeit nötig, um einen Bergbauernhof zu bewirtschaften. Besonders bei der Heuernte im Sommer sind die Bergbauern auf viele helfende Hände angewiesen. Eine Wiese nicht zu mähen, kommt für Hubertus nicht in Frage. Wir haben 4 Schwestern und einer bis zwei, die im Albengemäß den Sommer daheim bleiben. Sie helfen, sei es im Haushalt oder hauptsächlich im Feld. Aber das ist ja so Sitte gewesen, das ist ganz normal gewesen, dass die auch mitgeholfen haben. Es ist alles mit der Hand getan worden. Es war sowieso schwierig gewesen, das zu arbeiten. Neben der Familie und den Verwandten halfen oft auch Bekannte bei der Heuernte mit. Einmal ist Hubertus Appenbichler auch unerwartete Hilfe angeboten worden, an die er sich heute noch mit einem Schmunzeln erinnert. Ja, der Pfarrer hat gesagt, er hilft uns in die Leiten drin, wo wir heimtieren. Er hilft uns am Intieren und dann ist aber gekommen. Aber er hat gesagt, wir haben jetzt das richtige System, wie wir arbeiten tieren. Und es ist auch so, also auch und dort zu gehen, ist viel zu strenger gewesen. Und das ist ein bisschen. Er hat es noch nicht mehr gepackt. Daniel, Florian und Marlies helfen wie selbstverständlich am Hof mit. Alle erlernen derzeit einen Beruf außerhalb der Landwirtschaft. Hubertus und Anna Appenbichler legen großen Wert auf eine gute Ausbildung. Der Hofübernehmer soll es einmal einfacher haben, als sie es hatten. Ja, ich habe jetzt im Frühjahr die Landwirtschaftsschule abgeschlossen. Und im Herbst wäre wahrscheinlich Berufsschule gehen, Tischlerlehrer. Ja. Ja, da haben wir wen helfen, aber sonst nebenbei tue ich arbeiten. In Welschbach geben für Käufer lehren. Ich gehe im Herbst in Bunek, die Hotelfachschule, und im Herbst die Mittelschule abgeschlossen.
Kinder von Bergbauernfamilien wie Daniel, Florian und Marlies lernen schon früh mit der Doppelbelastung durch die Arbeit am Hof und in einem Beruf außerhalb der Landwirtschaft umzugehen. Auch Bäuerin Anna arbeitet gleich zweimal. Daheim am Hof und außerhalb in einem Lebensmittelgeschäft. Na, oft ist es schon streng, das muss ich sagen. Wenn viel Arbeit ist, ist es oft schon streng. Aber Bäuerin ist ein schöner Beruf, ich bin es gern. Und die Arbeit ist nebenbei, hat es gebraucht, wir haben ziemlich viel investiert. Und nein, es passt also. Im Sommer bleibt Hubertus für einen Nebenerwerb keine Zeit. Im Winter aber, wenn die Arbeit auf den Wiesen ruht und die ruhigste Zeit anbricht, hilft er beim Skilift. Die Einnahmen aus dem Nebenerwerb stecken Hubertus und Anna in den Hof. Nur so konnten in den letzten Jahren ein neues Wirtschaftsgebäude und eine neue Maschinengarage errichtet werden, sowie eine Almzufahrt gebaut werden. Die öffentlichen Beiträge reichen für die vielen Investitionen bei weitem nicht aus. Teuer, aber notwendig sind Maschinen. Sie erleichtern heute die Arbeit der Bergbauern. Ohne Maschinen wäre die viele Arbeit nicht zu bewältigen. Maschinen sind von mir aus gesagt unbedingt, das man braucht. Sonst ist man einfach nicht mehr produktionsfähig. Sonst hat man auch keine Chance, das mal zu machen. Und Maschinen muss man einfach gut erhoben und verlässliche Maschinen. Das ist einfach, wenn man heute alles so gebraucht auf dem Motor, das ist alles ein bisschen nicht unbedingt ideal, weil man muss extrem fördern. Wenn man es heute ein bisschen wie sticklig ist, dann geht das schon nicht. Da braucht man einfach gute Maschinen. Ich bin Mitglied beim Maschinenring auch, aber eigentlich der Austausch ist, wenn es nicht ganz nahe ist, es ist schon ein bisschen, die schon teilweise ein bisschen mit Vorsilo und es ist oft einmal im Berg in Tieren, aber es ist der Austausch eigentlich etwas gut wie. Hat jeder eigentlich selber seine Maschine. Mit denen, bei uns ist das jetzt so viel einfach in Berg und man braucht sie ein paar Schienbeutel, braucht man sie selber und es ist regnetzwo, dann braucht sie danach auch nicht. Neben der harten Arbeit zeichnet die Familie Appenbichler vor allem eines aus: der Zusammenhalt in der Familie und der Einsatz für die Dorfgemeinschaft. Trotz der vielen Arbeit finden Hubertus und Anna immer noch die Zeit, um im Bauernbund, im Viehversicherungsverein, im Gemeinderat, im Pfarrgemeinderat und Fraktionsausschuss, als Obmann der Alminteressenschaft, im Chor und Viergesang sowie als Ortsbäuerin mitzuhelfen. Auch dafür sind Hubert und Anna Appenbichler die Bergbauernpreisträger 2009. Und noch 19 Erschwerungspunkte weist der Sternhof von Alois und Theresia Moosmeier auf. Das macht deutlich, mit welchen Strapazen die Bewirtschaftung des Hofes verbunden ist. Lieber Alois, liebe Theresia, liebe Familie, der Bezirk Burggrafenamt freut sich, dass ihr heute den Bergbauernpreis 2009 erhaltet und möchte euch für alles, was ihr geleistet habt, danken. Die Bewirtschaftung des Untertelshofes ist alles andere als einfach. Doch nicht die steilen Wiesen machen der jungen Familie zu schaffen, sondern die Trockenheit des Finchgers Sonnenbergs. Aber darüber hinaus hat die Familie im Mut nicht verloren und ist sehr viel in ehrenamtlichen Vereinen und Verbänden tätig, wie wir schon gehört haben. Die Elke bei den Bayerinnen als Stellvertreterin, Tregon, Almin und Alminteressenschaft und vor allem ist er Vorsitzender der Weginteressenschaft für den AS, wo man Stellvertreter vom Bauernbund in den AS und in der Sektionsverwaltung und im Viehversicherungsverein aktiv und dafür gilt ihm große Anerkennung und Dank. Deshalb gilt von unserer Seite großen Dank, große Anerkennung der Familie Bart mit den Eltern, die heute da sind, mit den Kindern und ein großes Vergeltungsgott vom Bauernbund für sich.
um die Zukunft vom Schacherhof mache ich mir keine Sorgen. Ein mustergültig gefierster Hof, enkel Freude und Begeisterung für die Berglandwirtschaft. Lieber Hubert, liebe Anna, ich möchte euch im Namen aller Bäuerinnen und Bauern von Pustertal recht herzlich gratulieren und euch danken, was ihr getan habt für die Allgemeinheit, für unsere Heimat. Und deshalb heute ein würdiger Preisträger 2009.